da hinten bist du. So, das läuft alles, das läuft alles. Na dann. Aber falls du dich noch an das letzte Mal erinnern kannst, sind ja... Anime noch, ja. Gut. Ja, zuletzt haben wir hier so den alten Freund von... den Vater von den Zwillingen gesehen. Er hat uns ein bisschen erzählt. Und jetzt scheint es so zu sein, dass wir... dass es soweit ist, dass der Antrieb für das große Schiff, die Rettung, endlich fertiggestellt ist. Zumindestens scheint gerade hier ganz fröhlich zu sein. Da wir hoffentlich bald eine Fureide Adamantit erhalten werden, hat Meister Kokoi damit begonnen, gewisse Teile des Ether-Antriebs dementsprechend umzubauen. Leider ist die Temperatur in seinem Schmelzofen aber dafür gerade zu niedrig. Deshalb hat er mich gebeten, die Menge an Feuerether zu erhöhen, die er in seiner die in seine Werkstatt fließt. Im Labyrinthos werden Anlagen namens Elementbrüter eingesetzt, um die Attribute innerhalb dieser unterirdischen Biosphäre zu regeln. Dank eines Bürgerschaftsschreibens vom Meister Kokoi hat man mir nun den Schlüssel zu dem entsprechenden Brüter ausgehändigt. Ich werde dich bitten, mich zum besagten Feuerbrüter gleich südlich von hier zu begleiten. Den Rest erläutere ich dir dann vor Ort. Wir gehen unterdessen schon nach Klein-Schalayan zurück. Treffen wir uns dort, sobald wir unsere diversen Schleppereien und Brütereien abgeschlossen haben, ja? Viel Erfolg und bis später. Machen wir uns auf den Weg. Machen wir uns auf den Weg? Natürlich. Nein, noch kein Fliegen möglich. Bald. Glaube ich. Wenn du genau gesehen hast, wie ihr gerade losfliegen wollt. Ein Rio. Ein Rio mit 11 Monaten. Danke dir. Stimmt, wir haben ja alle Vindeta. Wir haben ja Vindeta-Quellen schon alle. Und Vindeta-Quests. Nur noch Hauptstory. Na, was geht? Da müssen wir, genau. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass du mir zur Hand gehst. Das hier dürfte wohl der Feuerbrüter sein. Schön. Und ein Gax. Hi, Gaxi. Na, alles fit? Dann wage ich mich nun ins Innere. Der Äther reguliert sich schließlich nicht von alleine. Meister Kokoi sagte, dass der Brüter Wasseräther ausstoßen wird, sobald ich das Feuer stärke. Und er warnte davor, dass das einen ganzen Schwarm Elementare und ähnlich wasseraffine Kreaturen anziehen wird. Hier kommst du ins Spiel, wie du dir sicherlich bereits gedacht hast, denn sie dürfen sich keinesfalls an den Brüter selbst haften, so schmackhaft ihnen der ausgestoßene Äther auch vorkommen mag. Zur Hand gehen, oh. Habe ich mir gedacht, gut, dann fangen wir jetzt an. Viel Erfolg und lass dich nicht nass machen. Oh geil, was für eine Pizza hattest du? Ich weiß ja, dass du guten Geschmack hast. Hat alles geklappt, Solis? Sehr gut, ich hatte keine Zweifel. Der Feuerbrüter scheint auch genau das zu tun, was er tun soll. Pepperoni-Pizza? Oh, geil.
Ja, er lässt ordentlich Dampf ab. Damit dürfte Meister Kokolds Ofen um einiges heißer glühen. Doppelt so heiß, um genau zu sein. Fehlt das ausgleichende Wasser, tost das Feuer umso wilder. Solis, es gibt da noch etwas, über das ich mit dir sprechen wollte. Keine Angst, es ist nichts Dramatisches, nur eine kleine Überlegung meinerseits. Aber weil du doch in Apis warst, dachte ich, dass ich dir davon erzählen sollte. Bevor das Allergische Kaiserreich unterging, kam Edeladamantit großflächig bei der Erschließung des Eids zum Einsatz. Das hatte ich in Meister Kokolds Schmiede bereits erwähnt, meine ich. Diese Entwicklung lässt sich auf Dalamot zurückführen, dem ersten großen Vorstoß in den Kosmos. Denn mit der Fertigstellung des Roten Mondes gewann das zu seinem Bau verwendete Edeladamantit an Beliebtheit. Diese Expansion ins All wurde von einer Person gefördert und vorangetrieben. Von niemand anderem als Amon. Alles Zweite. Ob es Hermes war, der diesen Wunsch in ihm weckte? Das habe ich mich auch schon gefragt, ja. Aber ehrlich gesagt kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass seine Erinnerungen an das Leben als Hermes irgendetwas damit zu tun hatten. Als du in Amons Vergangenheit geblickt hast, wurdest du Zeuge, wie er direkt vor dem Fall des Allergischen Kaiserreichs von den Asiens kontaktiert wurde, nicht wahr? Seine Bestrebungen, den Kosmos zu erkunden, begannen aber schon weit davor. Vor der unzersplitterten Welt oder Hermes selbst konnte er also noch gar nichts gewusst haben. Zumindest nicht bewusst. Doch ich komme nicht umhin, mich zu fragen, ob auch eine Seele eine Art Charakter oder gar ein Temperament besitzt. Als Xande durch Amons Hand neu auferstand, hatte sich das Allergische Kaiserreich auf seinen Ruhm ausgeruht und war der Dekadenz anheimgefallen. Über einstige Schrecken wie Leid und Tod wurde höchstens noch gescherzt. Der größte Feind des mächtigen Reiches war die Langeweile, und diese bekämpfte man bisweilen mit radikalen Experimenten an unterjochten Zivilisationen sowie hilflosen Kreaturen. Mit der Wiederauferstehung des alten Herrschers hoffte Amon, die Allage an ihr einstiges Streben zu erinnern, an all den Fortschritt ihrer Zivilisation, gewonnen mit unnachgiebiger Wissbegierde, Willenskraft und Stärke. Doch er konnte nicht wissen, welchen Geist er gerufen hatte. Ein Kaiser, der den Tod höchst selbst entrinnen konnte und dennoch gänzlich von ihm aufgezehrt worden war. Die eigene Erfahrung, dass alles irgendwann vergehen würde. Selbst der größte Monarch aller Zeiten demonstrierte seinen Verstand und ließ sich nicht wieder vertreiben. Moment mal.
So, da bin ich wieder. Sorry. Bibi. Danke. So. Machen wir weiter mit Garantie. So. Amons Dringen gehen Kosmos sollte dem vom Tod besessenen Xander und sein Imperium eine neue Bühne eröffnen, voller neuer Erfahrungen, Möglichkeiten und Ziele, auf die es zuzustreben galt. So scheint mir, dass sowohl Hermes als auch Amon eine tiefe Abneigung gegen den Weg hegten, den ihre jeweilige Zivilisation eingeschlagen hatte, aber weder der eine noch der andere konnte sie je gänzlich aufgeben. Wie oft haben sie nach dem Stern gegriffen und dort nach der Hoffnung gesucht, das Schicksal doch noch zu wenden. Niemals gaben sie die Suche nach selbst dem kleinsten Fünkchen Glück auf. Natürlich ist dies nur eine Theorie. Genau erfahren werden wir es wohl nie. Und letztlich spielt es auch kaum eine Rolle, schätze ich. Wir stehen vor den Konsequenzen ihrer Taten und müssen unsere eigenen Schlüsse daraus ziehen, auf dass wir selbst einen Pfad wählen. Und wählen werden wir ihn müssen. Ich für meinen Teil hoffe, dass uns das Edeadamantit nun ebenfalls Gensternenmerk zu tragen vermag. Aber genug davon, Meister Kokol wartet sich ja schon ungeduldig auf Rückmeldung und ich sollte auch wohl auch kontrollieren, ob mit dem Feueräther soweit alles in Ordnung ist. So, ich hoffe, du hast nicht in der Cutscene zu lange gehangen jetzt. Nein, hab ich nicht. Bin rausgegangen nach einer Zeit. So, wo müssen wir denn da hin? Der Name von dem, ich kann immer noch nicht. Von wem? Kokol Dankol. Kokol Dankol. Ist halt ein Lala, ne? Die heißen alle irgendwie komisch. Typisch Kartoffeln halt. Wie Tataru Taru. Nanamu ja. Namo. Pipin Tarupin. Hat der dich einfach nur unterwegs aufgegabelt oder hast du dem geschwätzigen Kerl tatsächlich mit dem Feuerbrüter geholfen? Besten Dank in jedem Fall. Der Ofen brennt heißer als Bahamuts Rachen nach einer Portion Linsencurry. Jetzt fehlt nur noch das Edeadamantit. Na, ich bin ja gespannt. Windätherquelle. Flotten voller Freunde. Oh, das wird eine lange Kampzin. Verflixt und zugenäht. Oder mach ich schnell mit Chips auf. Die wird nur so lang, weil wir so viel gemacht haben. Die ist theoretisch, wenn man nicht die ganzen Nebenquests macht, also die blauen Nebenquests, dann ist die tatsächlich kürzer. Deutlich kürzer. Was für blaue Nebenquests? Du wirst sehen, wovon ich rede. Okay. Der Katze. Verflixt und zugenäht. Ich glaube, euch und euren Freunden, ja, mir bleibt gar nichts anderes übrig, als euch zu glauben. Aber weshalb dauert das denn so lang? Wo ist das ganze Edeadamantit? Ich werde von der ganzen Warterei noch verrückt, sage ich euch. Das verstehe ich nur zu gut, Meister Kokol. Ich glaube, bei uns allen liegen gerade die Nerven blank. Gibt es denn vielleicht noch etwas, bei dem wir behilflich sein könnten? Nein, hier ist alles erledigt und getan. Wie ich schon sagte, nun steht und fällt das ganze Unterfangen mit eurem Edeadamantit. Der Rest des Bundes treibt sich doch auch in kleinen Schalajan herum, oder? Oder nicht? Geht doch nach denen sehen, ob sie auch keinen Blödsinn anstellen. Damit wäre mir am meisten geholfen.
In dem Falle werde ich den Schlüssel zu dem Elementarbrüter zurückgeben und mich noch einmal vergewissern, dass dort auch keine Probleme aufgetreten sind. Du hast nichts Konkretes mehr zu tun, oder? Wir wollten uns alle vor dem Iteriten in der Siedlung treffen, wenn wir mit unseren diversen Aufträgen fertig sind. Vielleicht findest du dort ja bereits einige unserer Freunde vor. Als ob die irgendwas gemacht hätten. Bist du da wirklich in Zeit? Naja. Ja. Okay. Alice und Alfino haben zumindest Kisten getragen. Ja, vielleicht haben die das auch nur so getan, als ob. Vielleicht haben die extra so gesagt, okay, Alfino, wir regen mal ein paar Kisten rüber, damit das so aussieht, als ob wir was getan hätten, oder Alice hat eigentlich nur auf uns gewartet. Das ist zu ausgefeilt, der Plan. Ich glaube, das ist gar nicht. Ja, Tankrit, da wissen wir auch nicht, was er genau gemacht hat. Schüler wissen wir auch nicht. Rohirrim G, der spricht eigentlich nur mit Hasen. Inner Hase? Mit den kleineren Hasen. Obwohl, die Löffel, die sind ungefähr gleich groß, das stimmt schon. Dass dieses Auto keine Crashs bekommt. Wäre jetzt eine schöne Beule gewesen. Ja, okay, wir sind dann nicht in GTA 5 oder so. Schöne Auto. Ah, du stehst über dem Zielort. Der Rest des Bundes wird sicherlich bald eintreffen. Die Freunde warten. Nein, wir gehen jetzt einfach wieder. Warten. Sag bloß, du drehst hier auch nur Däumchen. Zum Glück habe ich wieder auf Deutsch gestellt. Wir haben alles getan, was wir tun konnten. Kisten schleppen, alle möglichen Viecher fangen. Aber es ist fraglich, ob wir tatsächlich nützlich waren oder einfach nur beschäftigt worden sind. Ich glaube, zweiteres. Ja, ich glaube ich auch. Ich sehe darin kein Problem. Wäre ja noch schöner, wenn du nur hier herumlungern würdest, obwohl noch ein ganzer Berg Arbeit zu tun ist. Sieht man von der Beladung und der Bemannung einmal ab, laufen die Vorbereitungen für die Arche wie am Schnürchen. Jetzt müsste nur noch das Problem um den Ätherantrieb behoben werden. Ah, hier seid ihr also. Der Austausch zwischen den Loporit und Schalayan läuft ganz wunderbar. Ihre Anwesenheit sorgt teils für Erleichterung, teils spornt es die Arbeiter an, noch bis zur letzten Sekunde Anpassungen vorzunehmen. Living Way und die anderen wollten sich den Forschern anschließen. Ich habe sie gerade eben verabschiedet. Fürs Erste. Also fehlt jetzt nur noch das Edeladamantit. Alfino, hörst du mich? Krile hier, das Warten hat ein Ende. Ruf alle zusammen und komm zum Hafen, schnell! Ha, wenn man vom Eufel spricht. Gehen wir. Ihr seid halt echt Eufel. Meister Fourchenot, bitte verzeiht die Störung. Ich bringe dringliche Kunde. An Taliaks Pforte. Also, wie soll ich das am besten sagen? Dort ist das pure Chaos ausgebrochen. Wenn wir um etwas Platz bitten dürften?
Sam. Aber das geht doch so nicht! Ihr könnt ja nicht einfach derart viele Güter abladen ohne jegliche Befugnisse. Bei den Göttern ist das alles... Oh, da wirst du dich freuen. Was ist denn hier los? Piraten, Luftschiffe und weiß der Behemoth was noch? Und sie alle kommen mit Lieferungen? Jetzt weißt du, was ich vielleicht mit Blankquest meinte. Verstehe, was du meinst, ja. Besser spät als nie, was? Wie versprochen, dicke, fette Beute. Und die Henkershorde hat den größten Fang an Land gezogen, das sage ich euch. Weil ihr die Kisten aus Uldar und Gridania geladen habt, werdet nicht arrogant. Oh, Verzeihung. Das Herzoglein ist wohl ein schlechter Verlierer. Dabei warst du dir zu fein, Dalamut Splitter die Stirn zu bieten. Verleumdung. Bis zum Eingang bin ich gegangen. Außerdem habe ich mein diplomatisches Geschick spielen lassen und meine eigenen Piraten zum Beutezug gebeten. Luftpiraten nämlich. Schon klar. Jeder tut eben das, was er am besten kann, was? Und was soll man von einem Schnösel an einem solchen Ort schon erwarten? Steht vorm Eingang und pudert seine Perücke. Du Kleiner. Ja, sprich dich ruhig aus. Unter meinem Niveau ist das. Seid gegrüßt, meine lieben Freunde. Lange ist es her. Hancock und Soroban, du bist auch gekommen. Selbstverständlich. Wir sind die Repräsentanten der östlichen Verbände und bringen göttliche Schätze, allagische Artefakte und mehr. Ich habe die göttlichen Schätze mitgebracht. Senri ist auf der Suche nach Süßigkeiten nach Kugane gelaufen. Da hat er Hancock überhört, wie er darüber gesprochen hat. Also sind wir zum Reisenschrein gegangen, haben uns besprochen und entschieden, dass wir euch Homaru überlassen. Tencents liebstes Schwert. Ich wollte es den Piraten geben, aber vor allem Susaku und Seryu war das nicht geheuer. Sie sagten, dass sie mir folgen würden, bis ich das Schwert der Konföderation überreiche. Da war dann auch Hancock. Was für ein Glück, habe ich mir gedacht. Aber Seryu war das nicht genug. Ich muss es persönlich abliefern gehen, hat er gesagt. Es ist eine beachtliche Menge zusammengekommen, wie ihr seht. Weitaus mehr als erwartet. Und da alles schleunigst geliefert werden sollte, habe ich kurzerhand einen alten Bekannten darum gebeten, sein wunderbares Schiff borgen zu dürfen. Also die ganzen Sätze, ne, die hätten wir jetzt halt alle nicht. Selbstverständlich lassen eure Freunde der Theatergruppe Majestas recht herzlich grüßen. Weiterhin richten sie aus, dass sie ihr traumhaftes Theaterschiff sehr gern für die aufregenden Abenteuer der Kriegerin des Lichts zur Verfügung stellen. Du liebe Güte! Die göttlichen Schätze und derart viele allergische Artefakte zusammenzutragen, das muss eine ganze Menge Geld gekostet haben. Oh, fürchtet der junge Herr eine saftige Rechnung, wenn alles vorbei ist? Ich versichere, es besteht keinerlei Grund zur Sorge. Die Ostaldenat Handelsgesellschaft und ihr ehrenwerter Vorsitzender Lolorito Nanarito tun ihr Äußerstes, um, Zitat, den Karren aus dem Dreck zu ziehen und eine rosige Zukunft zu sichern. Außerdem haben wir bereits eine beträchtliche Gildsumme vom Bund der Morgenröte erhalten. Eine großzügige Finanzierung, die all das hier erst möglich gemacht hat. Was ihr seht, ist letztlich allein euch zuzuschreiben. Eine großzügige Finanzierung? Hat da etwa jemand die Schatzmeisterin des Bundes unterschätzt?
Ich bin doch kein Geizhals. Wenn ich investiere, dann richtig. Wozu denn sonst die ganze Mäßigung und all die anstrengenden Nebenerwerbe? Das allein war es aber nicht und stand diesmal auch eine äußerst großzügige Gönnerin zur Seite. Eine ganz wunderbare Dame, die den Bund der Morgenröte schon klammheimlich unterstützt hat, als er noch in den Kinderschuhen steckte. Mutter, du? Amelios. Entschuldigung, ich bewahre Neutralität. Irgendwo muss das Geld schließlich hin. Wir können unseren Familientresor schlecht mit auf die Arche nehmen, oder? Unser Vermögen zurückzulassen wäre auch Unsinn. Und wenn es doch nützlich angelegt werden kann? Warum nicht? Aber wie um alles in der Welt wurde das Ganze in so kurzer Zeit auf die Beine gestellt? Das ist ja längst nicht mehr nur das Ilsabad-Korps, das mitgeholfen hat. Ich sagte doch bereits, dass ich beträchtliche Kontakte vorzuweisen habe. Ehrenmil, du hast Priele also geholfen? Nachdem wir uns im Labyrinthos das letzte Mal gesehen hatten, erhielt ich noch einen Brief von der werten Dame hier. In ihm legte sie mir die Ziele des Bundes der Morgenröte dar und bat um die helfenden Hände und die weitschweifenden Kontakte der Klauber, die ja nun die ganze Welt bereisen. Dies ist kein Verrat an Schalajan, das will ich betonen. All das Wissen, das wir über die Jahre gesammelt haben, darf gerne gen Mond geflogen werden. Aber eines können wir mit Sicherheit sagen. Wir, die das ganze Gestirn bereisen, um zu sammeln und zu katalogisieren. Es gibt noch so vieles, das wir nicht kennen. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, dem Bund zu helfen, sich gegen diese Apokalypse zu stemmen. Nicht, dass wir dadurch weniger Arbeit gehabt hätten. Zeit für Pausen gönnt uns die Morgenröte genauso wenig. Zu guter Letzt haben wir noch eine besonders essentielle Ressource aufgetan. Bitte sehr, die allerletzte Fuhre Helfer. Sie sind da. Ich habe gehört, wir bauen ein Raumschiff? Ihr habt doch nicht gedacht, dass ihr uns aus einem solch monumentalen Projekt ausschließen könnt, wo die Metallwerke doch sonst bei allen Untergangsszenarien vertreten sind. Sid, schön euch zu sehen. Ganz recht. Die Galons Metallwerke stets zu Diensten. Irgendwer muss ja schließlich die ganzen Berge Material in die Arche einbauen, nicht wahr? Zunächst aber etwas anderes. Bevor wir nach Schalajan kamen, haben wir in Verlet vorbeigeschaut, bei Gaius. Er hat uns alle allergischen Artefakte überlassen, die Valens für die Forschung rund um die Ultima-Waffen gehortet hat. Soweit ich es beurteilen kann, ist in ihnen ebenfalls Edeladamantit verarbeitet. Gaius lässt seine besten Grüße ausrichten. Er meinte, dieses Geschenk ist eine bessere Entschuldigung an den Bund der Morgenröte, als er sie jemals in Worte fassen könne. An der wenigen Worte. Kriele hat uns damit beauftragt, Dalamuts Splitter in Mordona anzugehen. Allerdings hätten die verbliebenen Mitglieder des Bundes nicht ausgereicht, um all die Abwehrmechanismen auszuschalten. Glücklicherweise traten dann die Klauber auf den Plan und baten um Hilfe. So haben sich alle tapferen Schatzsucher in Frohe Halde zusammengetan und mit angepackt. Und stellt euch vor, unter ihnen war eine erstaunlich große Anzahl von Goblins. Schlafix ist gar mit einer kleinen Armee angerückt, ganz der Meister von Frohe Halde, um den Gefallen zu erwidern, den ihr seiner Tochter Rundblocks einst erwiesen habt. Die allergischen Abwehrmechanismen gegen die Maschinerien der Goblins. Das war vielleicht ein Anblick.
Es hat gar nicht mehr aufgehört zu krachen und zu poltern. Und was treibst du hier mit deinem zweibeinigen Ich? Wir sind noch immer im Weltuntergang, also kann es wohl keine vergnügliche Kreuzfahrt sein. Um euch noch einmal persönlich meinen Dank auszusprechen. Dafür, dass ihr euch in Garlemald so beherzt um den Schutz der Unsrigen bemüht habt. Sie mögen zwar beschlossen haben, die Insel zu verlassen, doch sie sind und bleiben Landsleute und damit Schätze Razzatans. Ich bin ungemein erleichtert, dass nicht alle ihr Leben in Eis und Schnee lassen mussten. Zumal mir zugetragen wurde, dass ihr diese Apokalypse nicht widerstandslos hinnehmen wollt. Und als ein Kind dieses Gestirns liegt es mir sehr am Herzen, euch nun in diesem Kampf zu unterstützen. Ihr erinnert euch sicher, als ich das letzte Mal von meinem Vater sprach. Midgard Sommer, der Drache, der zwischen den Sternen flog. Seine Schuppen absorbierten den wenigen Äther, der zwischen den Sternen strömt, und wandelten ihn in eine tragende Kraft. Sie ließ ihn diese immense Reise wohl erst bewerkstelligen. Wenn ihr nun also ein Schiff bauen wollt, das durchs Sternenmeer segeln kann, so würde ich euch gerne die Schuppen meines Vaters überlassen. Die Entscheidung liegt jedoch nicht allein bei mir. Mit meinem Ruf befragte ich die meines Blutes. Ich erhielt keine Antwort von Ashtaya, wie üblich. Tiamat stimmte zu. Auch Resvelgar ließ sein Ja erschallen. Selbst mein Vater wachte für einen Wimpernschlag aus seinem tiefen Schlaf, um mir seinen Segen zu geben. Dann soll es so sein, sprach er zu mir. So bringe ich euch heute die Schuppen des Urdrachen, des Hüters, auf dass ihr zu der Kraft werden, dem Ende so gegenüberzutreten, wie es euch vorschwebt. Und wir helfen euch dabei, die Schuppen korrekt einzusetzen. Dank der Forschung um die Seelenwächter haben wir auf diesem Gebiet ja nun reichlich Erfahrung. Ist ein Wunder geschehen? Natürlich kann ich nichts versprechen. Aber wenn ich mir das ganze Material so ansehe, das ihr organisiert habt, dann sollten wir die mickrigen 6% mit Leichtigkeit knacken können. Und nicht nur das! Warum nur zum Mond fliegen, wenn man so auch die entferntesten Sterne erreichen könnte? Wir werden ihn bauen, den großartigsten Ätherantrieb aller Zeiten. Es lässt sich nur schwer abstreiten. Der Bund der Morgenröte hat seinen Teil des Abkommens erfüllt. Vater? Ich weiß nicht, was ihr beiden im Gespräch mit Heidelin zu finden hofft. Und ich weiß auch nicht, wozu ihr die Arche benutzen wollt. Sicher ist nur eines. Das Spiel mit Beiderlei hat eine direkte Auswirkung auf das Schicksal des Gestirns. Die Zukunft unzähliger Leben steht auf Messerschneide. Ein falscher Schritt und die Konsequenzen sind verheerend. Seid ihr euch dieser immensen Verantwortung bewusst? Sind wir. Wir können. Nein, wir werden diese Welt retten. Sie ist unser Zuhause und bedeutet so vielen Leuten so unendlich viel. Ihr Wohl setzen wir nicht leichtfertig aufs Spiel. Dann tragen wir diese Verantwortung gemeinsam. Was auch immer ihr im Sinn habt, meine Kinder, wir tragen sie gemeinsam, als Familie.
als ihr beide gerade erst frisch auf der Welt wart und ihr eure winzigen Händchen um meine Finger geschlossen habt. Da dachte ich, mir zerspringt das Herz in der Brust. Ich war völlig überkommen. Von einer unbeschreiblich tiefen Liebe und blindem Glück. Und dann war da eine Entschlossenheit in mir, die sich beinahe wie Wut anfühlte. Zu dem Zeitpunkt war ich bereits Mitglied des Rates und wusste um die Prophezeiung der letzten Tage. Und ich schwor, dass ich eure Zukunft nicht an dieses Unglück verlieren würde. Seither arbeitete ich wie im Wahn und setzte alles daran, die Flucht zum Mond zu ermöglichen. Es kümmerte mich nicht, was ich opfern würde und welche Brücken ich dafür einreißen musste. Mich trieb die Angst, es nicht rechtzeitig zu schaffen. Nur eines war ich nie bereit aufzugeben. Den großen Louisois, meinen Vater. Ihr wisst selbst, dass er die Philosophie Schalayans anders auslegte. Je älter ich wurde, desto alberner kamen mir seine Perspektive und sein Streben vor. Bis ich irgendwann überzeugt davon war, dass er ein alter Dummkopf ist. Und doch, tief in mir hoffte irgendetwas darauf, dass dieser großartige Mann ein unorthodoxes Manöver bereithalten und uns so die Rettung bringen würde. Deswegen habe ich euch nie aufgehalten, ihm nachzueifern. Und dann starb er. Im fernen Cartenot, weit weg von zu Hause, ohne seine Familie. Als ich das Verkeilungsschiff barg, das im Nordmeer gelandet war, da ergriff mich abermals feurige Entschlossenheit. Ich musste euch beschützen, komme was wolle. Und diesmal ohne Kompromisse. Selbst wenn ich euch damit zum Feind werden würde. Es kümmerte mich nicht, wie sehr ihr mich dafür hassen würdet. Ich würde den Plan zu seinem Ende führen und euch letztlich mit mir zwingen. So dachte ich zumindest. Wie einfältig ich war. Ihr seid mehr gewachsen, als ich es mir je vorzustellen gewagt habe. Mit beiden Beinen fest im Leben verfolgt ihr nun eure eigenen Ziele. Ich dachte, ich müsste euch beschützen. Dabei seid ihr selbst längst zu Beschützern anderer geworden. Da hast du recht. Es gibt so viele Dinge, die uns teuer sind und Leute, die uns am Herzen liegen. Sie sind allesamt unersetzlich. Es muss ein steiniger Weg gewesen sein, all diese Bindungen zu knüpfen. Bei Taliak, wie weit ihr gekommen seid. Ich bin so stolz auf euch. Davon erzählen wir dir sehr gern, wenn alles vorbei ist. Von allem, was wir erlebt haben. Und von dieser harten, aber herzlichen Welt. Unzählige Geschichten haben wir für dich. Du liebe Zeit. Euer Herr Vater war bis vor kurzem noch derart um euch besorgt, dass er sich nicht einmal an eure Briefe getraut hat. Meinst du, du verträgst ihre Reisegeschichten überhaupt? Amelions. Ich will mich außerdem bei euch für mein doch sehr garstiges Benehmen entschuldigen. Wenn ich ehrlich bin, so glaubte ich, dass sich meine Kinder vor allem wegen des Bundes fortlaufend in Gefahr brachten. Insbesondere dein Einfluss auf sie war mir ein Dorn im Auge. Aber letztlich bist du es, der sie so viele ihrer Erfahrungen verdanken. Und ohne dich hätten wir uns heute wohl nicht so zahlreich zusammengefunden. So danke ich dir und bitte habe auch weiterhin ein wachsames Auge auf meine beiden. Nun, dann schlage ich vor, wir bringen den Stein ins Rollen. Ein jeder hier ist bereit, zur Tat zu schreiten. Wie wäre es mit einer kleinen Ansprache zum Auftakt?
So viele Leute hier blicken schließlich zu dir auf. So, ich bin bei der Gesprächsauswahl. Okay. Nimm mal das zweite. Ah, du bist auch schon soweit. Ja. Und hallo Panda. So, okay, das zweite. Danach können wir ein bisschen darüber sprechen. So beginnt der Kampf um unsere Heimat, unsere Zukunft. Ich werde die nötigen Anweisungen geben, um eure vielfältigen Expertisen voll und ganz auszuschöpfen. Wir danken euch allen für die Mithilfe. Ja, viel passiert. Ja. Wie gesagt, durch die ganzen blauen Nebenquests, die wir gemacht haben, haben wir halt zusätzliche Dialoge bekommen, zusätzliche Aufnahmen. Ja, Prima Vista wäre nicht da gewesen, die Goblins wären nicht erwähnt worden, die Luftpiraten wären nicht da gewesen. Ja, das mit Serio und sowas, das wäre nie so eingetroffen. Vielerlei Dialoge. Naja, und ich hoffe, du hast jetzt deine Antwort, ob der Clauber nochmal in einer Cutscene vorkommt. Ja. Und dann, wie fandest du die Szene zwischen Tataru und Amelian? Süß. Ja, okay. Ja, Omega und Alpha waren da. Sid ist auch endlich da. Viel zu spät. Ja, das mit Gaius natürlich wurde ja auch erwähnt. Das gäbe es eigentlich sonst nicht. Ja, und die Szene mit Forschino. Was sagst du zu der? Sehr süß aus, ihr Herz zu reißen. Soll ich dich nochmal an deinen Spruch erinnern zu Anfang des Add-ons? Egal was passiert, ich werde diesen Typen hassen. Zitat Ende. Ich hätte noch gerne eine Entschuldigung bis zum Ende, habe ich ja gesagt. Er hat sich bei uns entschuldigt, ja. Und er hat eingesehen, dass er ein sturer Sack ist. Aber bei einem muss ich ihm recht geben. Der Bund war schuld, dass seine Kinder in Gefahr gebracht worden sind. Eigentlich sehr. Ja, aber auf jeden Fall. Was ist die Quest? Also die hohe Jagd. Ja, die kannst du mal gleich mal machen. Ich habe nämlich hier auf dem Zettel stehen, dass wir hier eine Nebenquest hier nachmachen müssen. Ich weiß aber nicht mehr warum. Aber hier steht, die sollen wir machen. Also denke ich mal. Was gerne. Es ist eine gelbe Nebenquest. Müsste, glaube ich, gleich auftauchen. Ja. Hier steht aber unbedingt machen. 3 Ausrufezeichen. Also keine Ahnung, ich kann mich nicht mehr dran erinnern, aber unbedingt machen steht hier. Aber erstmal mit Alfino. Endlich hat sich der Hafen wieder etwas gelehrt. Sowohl das Edeladamantit als auch die unzähligen allergischen Artefakte sind dank der Klauber mittlerweile ins Labyrinthos gebracht worden. Und ich habe eine Nachricht von Vater erhalten.
Da der Bund der Morgenröte seinen Teil der Abmachung eingehalten hat, will er nun dasselbe tun und zuerst den Kontakt zur Heidelin ermöglichen. Allerdings warnt er, dass es keinen ungefährlichen Unterfangen sein und wir uns gut gerüstet und für alles gewappnet in der Aporia einfinden sollen. Genau das würde ich auch sofort in Angriff nehmen, wenn ihr alle damit einverstanden seid. Nichts scheint mir im Moment wichtiger als Heidelin nach ihren Absichten zu fragen und selbstverständlich nach einem Weg, wie diese Katastrophe aufzuhalten ist. Aus allen Ecken der Welt sind unsere Freunde nach Shalayan gereist, um zu helfen, wo sie nur können. Ich werde mich nun selbst in die vielen Verwaltern und Schreiben des Rats anschließen und all die Hilfskräfte auch ordentlich einsetzen zu können. Das ist eine großartige Idee, Tataru. Dein meisterliches Organisationstalent wird sicherlich rasch Ordnung in die Sache bringen. Wir machen uns derweil auf in die Aporia. Tataru, noch was? Lass mal hier gucken. Hier steht, im Café soll die sein, die Quest. Heidelin hat auch noch eine Umarmung verdient. Heidelin? Mhm. Ist die das? Meister Dickon hat in der letzten... ein Pudding für Puddingway vielleicht? Nee, hier die. Ja, die ist das. Hier ist der Name. Von belegten Broten und Brezeln. Willkommen, was darf's denn sein? Ach, du bist das, Solus. Alize und Meister Forschenu haben ihre Streitigkeiten beiseite gelegt. Sie sind extra hergekommen, mir das zu sagen, obwohl sie beide doch so beschäftigt sind. Naja, nicht, dass ich hier Tag ein, Tag aus Däumchen drehen würde. Sag, wo du schon mal hier bist, hättest du Zeit, mir ein wenig zur Hand zu gehen? Ich bezahle dich auch. Hier, diese belegten Brote müssen an einem Lalafell auf dem Platz der Papageientaucher geliefert werden. Wie willst du? Wir müssen jetzt Essen ausliefern. Wir müssen Essen ausliefern. Keine Ahnung, ich weiß nur noch, sind drei Ausrufezeichen. Also denke ich mal, sie wird irgendwie... Irgendwie soll die witzig oder keine Ahnung, irgendwas soll damit sein. Hier ist ein Spätpunkt. Kommst du hier hoch? Nee, ich hab nur die hohe Jagd genommen. Achso. Sandwich Time. Gehörst du zum Bund der Morgenröte? Kann ich etwas für dich tun? Oh, meine Bestellung. Ich danke dir. Darauf habe ich mich den ganzen Tag schon gefreut. Das Essen in der letzten Ration ist ein Gedicht. Ich kann von den belegten Broten nicht genug bekommen. Mein Sohn hat immer die frischen Brezeln bevorzugt. Ich war in meiner Jugend auch mal Student an der Magieakademie von Shalaya. Entschuldigung. War die Katzchen so schlimm für dich? Alles gut. Louisois und ich waren Kommilitonen und sporten uns gegenseitig zum Lernen an. Ich wurde im Anschluss an der Akademie angestellt, heirate, bekam Kinder. Nun bin ich bis zum Professor aufgestiegen. Scheiße. Und kann mir nicht vorstellen, irgendwo anders zu sein als in Eid Shalayan. Louisois hingegen wurde nie sesshaft, blieb jedoch immer in Kontakt mit uns. Ich muss mal was trinken.
Okay. Mein Sohn hatte ihn gern und wollte sein Lehrling werden, die Welt sehen und sich einen Namen machen. Ich war unglaublich stolz auf ihn. Bin es immer noch. Aber natürlich war ich auch in ständiger Sorge um ihn. Ich wusste von den Gefahren dieser Welt und davon, dass mein Sohn wie Louis war gewählt war, für das Wohl Ehrsehers sein Leben zu geben. Jetzt, wo ich dich, einem Mitglied des Bundes der Morgenröte, mit eigenen Augen gesehen habe, verstehe ich meinen Sohn und seine Entscheidungen besser. Ach, verzeih mir, ich wollte dich gar nicht mit meinem Gerede von der Arbeit abhalten. Danke für das belegte Brot und dafür, dass du bis Schluss an der Seite meines Sohnes gekämpft hast. Na, hast du dich gut unterhalten? Der Herr ist einer unserer Stammgäste. Als er hörte, dass ich ab und an Mitglieder des Bundes der Morgenröte bewirtete, wurde er ganz aufgeregt. Naja, du hast es sicher schon durchschaut. Aber natürlich waren die belegten Brote nur ein Vorwand. Dass du ihm zugehört hast, ich weiß, dass es ihm eine Menge bedeutet hat. Jetzt willst du sicher auch ein belegtes Brot, was? Komm, ich spendiere dir eins. Ich weiß, ich bin gemein. Das ist eine sehr nette Quest, ja. Also, es war nicht die Quest davor. Und sehr gemein, dass das so versteckt ist, die Quest. Ja, ne? Als ich das erste Mal gemacht habe, ich habe eine sehr, sehr lange Zeit gebraucht, bis ich wieder fassen konnte. Ah, du bist hier. Gut. Der Rest des Bundes ist bereits eingetroffen. Wenn du keine weiteren Bedenken hast, die ich spontan ausräumen kann, sollten wir uns sputen. Sprich mit Clarian, gleich in dem Gebäude hinter mir. Sie wird dich in die untere Ebene bringen. Tullis Kalum, richtig? Ich weiß schon Bescheid. Darf ich dich nach unten bringen? Nun denn, unser Weg führt uns direkt ins Herz des Labyrinthos, Shalayans bestgehütetes Geheimnis. Es ist eine Einrichtung, die einerseits für die Konstruktion der Rettung errichtet wurde und andererseits als Kontaktstelle zur Heidelin. Deswegen liegt sie auch so tief. Taumazin, wo alles begann und nun die Fäden des Schicksals abermals zusammenlaufen. Bitte folge mir. Haben wir jetzt schon viel oder haben wir? Nein. Ist halt vorbei die Quest. Ist leider noch nicht vorbei.
Und das richtig Dumme, wenn wir durch die Tür schreiten, können wir auch nicht fliegen. Also selbst wenn wir fliegen können, können wir nicht in diesem Gebäude fliegen. Das ist das einzige Gebäude, wo wir nicht fliegen können. Natürlich ist es das. Das ist so ein Raumschiff, nicht schlecht. Ja, ne? Damit wären nun alle versammelt. Wie ich bereits erwähnte, dies ist Taumazin. Und das ist unsere Arche. Unsere Rettung. Sie mag euch auf den ersten Blick reichlich schmal vorkommen. Doch die verhältnismäßig dünne Verkleidung des Rumpfes spart Gewicht. Und auch der Ätherverbrauch während des Fliegens ist bis aufs Äußerste optimiert, um maximale Frachtkapazitäten zu gewährleisten. Darüber hinaus wirkt im Inneren ein permanenter Verkleinerungszauber, der euch sicherlich unter dem Namen Wicht geläufig ist. Am Platz wird es also nicht mangeln. Und dennoch fehlt der Rettung gerade noch ihr Herz, der Ätherantrieb. Dem hat sich Meister Kokko jedoch sofort angenommen und die Verbesserung schreitet in äußerst rasantem Tempo voran. Nicht zuletzt dank der zahlreichen Helfer, die sich dem Unterfangen angeschlossen haben. Ich habe keinerlei Zweifel, dass es ihnen gelingen wird. Die Metallwerke haben die Welt schließlich schon einmal mit ihrem Genie vor dem Untergang bewahrt. Während die Arbeiten durchgeführt werden, suchen wir also das Gespräch mit Hyrillin. Das ist auch von hier in Taumazin aus möglich, sagtest du? Ganz recht. Ich will mein Versprechen nun erfüllen, aber erlaubt mir noch ein letztes Wort der Warnung. Es wird euch bis aufs Äußerste fordern, zu ihr durchzudringen. Ich finde es witzig, dass von dort hinten die Katze angetrappelt kommt. Bist du soweit? Yep. Ihr seid gewarnt. Die Aussicht auf Gefahr hält euch aber vermutlich nicht auf, nehme ich an. Dann steht euch noch ein letztes Mal und ich werde euch nach unten führen, ganz wie versprochen. Jetzt können wir fliegen. Der Wille des Planeten. Seid ihr bereit? Gut, dann folgt mir bitte auf die andere Seite des Schiffs und tretet auf die Brüstung hinab. Mount können wir aber trotzdem hier benutzen. Nur halt nicht fliegen.
Bin soweit. Ui. Wie ihr wisst, überlagert sich die Ätherwelt, die wir als Sternengrund kennen, teils mit unserer materiellen Welt. Je näher man den Kern des Planeten kommt, desto deutlicher wird diese Überlagerung. Ab einem bestimmten Punkt sind die beiden Welten derart ineinander verschlungen, dass es selbst körperlichen Wesen möglich ist, im Sternengrund zu wandeln. Dieses Prinzip erlaubt all unseren Observationen wie Forschung. Auch der Antiturm folgte diesen simplen Grundlagen. Wie ihr wisst, wird dieser aber nicht mehr aktiv genutzt. Der Bau eines neuen Observatoriums begann zu etwa der Zeit, als der Rat beschloss, nach Heidelins Prophezeiung zu handeln und sich auf den großen Exodus vorzubereiten. Da sie selbst beständig schwächer wurde, war es notwendig, tiefer in das Gestirn vorzudringen als jemals zuvor. Nur so würden wir ihre Stimme weiterhin vernehmen können. Und ihr steht nun vor dem Atiaskop, dem Resultat dieses Unterfangens. Der Aufzug führt direkt zum Sternengrund hinunter. Ist der Kontakt zu Heidelin denn nach wie vor möglich? Mehr schlecht als recht, muss ich sagen. Seit der 7. Katastrophe scheint sie in keinem guten Zustand. Das Unglück muss schwer an ihren Kräften gezerrt haben. Wenn ihr also mit ihr sprechen wollt, wird der alleinige Abstieg ins Atiaskop nicht genügen. Ihr werdet tiefer an den Planeten vordringen müssen. Und damit selbstverständlich tiefer in den Sternengrund. An Orte, die selbst wir noch nie zu Gesicht bekommen haben. Deswegen betone ich auch so hartnäckig, dass dieses Unterfangen große Gefahren birgt. Und trotzdem werden wir hinabsteigen. Wir müssen mit Heidelin sprechen. Es gibt keinen anderen Weg. Ich weiß, mein Sohn. Doch zumindest will ich gewährleisten, dass ihr diese Reise unter den bestmöglichen Voraussetzungen und mit angemessener Unterstützung antretet. Einer von euch muss im Labyrinthos bleiben, um durch das Observatorium ein Auge auf diejenigen zu halten, die sich in den Sternengrund wagen werden. Die Ätherkonzentration dort unten ist extrem hoch, und je tiefer man taucht, desto leichter lösen sich die sprichwörtlichen Fäden des Äthergewebes, das unsere Seele bildet. Es besteht ein reelles Risiko, dass sie sich schlicht auflöst und mit der Umgebung verschmilzt. Das gilt es per Observatorium zu beobachten. Droht eine Seele gänzlich zu zerfallen, muss sie sofort per Notfallteleport evakuiert werden. Das gelingt aber nur, wenn dieser Zerfall auch erkannt wird. Also darf es einer engen Vertrauensperson. Bitte, lasst nicht eure Wächterin sein. Erinnere dich an meine Worte. Die ganze Zeit hadere ich schon mit diesen Worten, doch aussprechen muss ich sie dennoch. Nie war ein Kampf bedeutender als dieser. Also darf ich nicht an ihm teilnehmen. Sicherlich, der Vorfall vom Turm von Babel schwächt mich noch immer. Doch es ist nicht nur das. So lange kämpft ihr jetzt schon an vorderster Front, habt Sinne wie Können stets geschärft und seid mit jeder Herausforderung gewachsen. Dem bin ich einfach nicht ebenbürtig und dieser Tatsache muss ich mich stellen. Denn eines weiß ich womöglich besser als jeder andere. Setzt man sich närrisch und über die eigenen Grenzen hinweg, wird man letztlich selbst zu einer Gefahr. Aber Unterstützung, dies sollt ihr von mir haben, sofern ihr mir vertraut. Krile, was ist das für eine Frage? In besseren Händen können wir nicht sein. Glaub nicht, dass wir vergessen haben, wie du Tag und Nacht über unseren Körper gewacht hast, während unsere Seelen im ersten Splitter gestrandet waren. Und niemand ist eine derart hartnäckige Verfolgerin. Das kann ich mit Fug und Recht behaupten. Aus den Augen lassen wird uns diese Dame nicht einen Wimperschlag lang. Ich danke euch, die Worte sind balsam für die Seele. Und ganz wie Estinien sagt, werde ich jeden Schritt eures Weges über euch wachen. Als Sand, gestattet mir noch einen letzten Rat. Der Sternengrund ist der Ort, an dem die Seelen der Verstorbenen zurückkehren. Daher wurde er in alter Zeit auch Unterwelt genannt. Dort tauchen sie in den Äther, bis dieser all ihre Erinnerung gänzlich fortgewaschen hat.
Im Herzen des Sternengrunds, wohin auch der Aufzug euch sogleich bringen wird, weihen Ebene jene Seelen, die sich mitten im Prozess dieser Reinwaschung befinden. Falls ihr also auf solche stoßt, die bereits zu Lebzeiten einen Groll gegen euch hegten, so könnt ihr euch auf Feindseligkeiten gefasst machen. Selbst versprengte Gefühle wie tiefer Hass oder Zorn manifestieren sich bisweilen, denn eure Anwesenheit ist im Reich der Toten eine Provokation. Doch wo euch negative Gefühle bedrohen, können euch eure eigenen Gedanken zum Vorteil gereichen. Haltet deshalb eure Vertrauten im Herzen, die ihr verloren habt. Seid ihr wahrlich zu vielen Leben begegnet und habt umso mehr berührt, dann wird es diesen endlosen Meer der Seelen zweifelsohne solche geben, die bereit sind, eurem Ruf zu folgen. Artiaskop, nun zugänglich. Ich sag ja immer, wenn Kredel rausgehalten wird, kommt ein Dungeon.